Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video. Ja! Vlogge die Vlog, Vlog hier, ne? Freunde, wir fahren heute nach Schweighausen. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht lange dran rum erziehe, weil wir jetzt schon losfahren. Es ist nämlich noch dunkel draußen, Freunde. Es ist noch um 4 und wir müssen jetzt 3 Stunden fahren, also. Let's go! Wieder gleich im Montage wie in Holzgerling. Ja toll, jetzt sehe ich nichts mehr. So Freunde, wir sind jetzt dann schon, wie lange sind wir schon unterwegs? 2 Stunden. 2 Stunden sind wir schon unterwegs. Und ich würde sagen, jetzt sind wir schon gleich an der Strecke. So, Freunde, wir sind jetzt da und ja, das seht ihr, ist hier angekommen. Ja, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir erstmal einen Parkplatz finden. So, Freunde, kurz das Simon aus der Zukunft. Ich habe nämlich nichts mehr gefilmt zwischen Zeittraining und wo wir angekommen sind. Deswegen sage ich jetzt, seht ihr jetzt das Zeittraining. War das jetzt logisch? Egal. Los geht's. Zeittraining. Größer, also schon. Gerade ein neuer Stützwinter vor Talia, so ein Garagenstutz, also Krankenstutz. Jetzt rede! So, alle Freunde, das Zeittraining ist jetzt ja schon vorbei und da wurde ich 19. von 25. Hat sich wohl schneller angefühlt, als es die Zeit gesagt hat. Eine halbe Stunde oder was weiß ich, was ist das erste Rennen. Und ja, da würde ich sagen, seht ihr jetzt dann die ganzen Aufnahmen davon vom ersten Rennen. Nach dem Rennen sage ich dann, wie viel der Platz ich bin und ja. Ja. We'll be right back.
Freunde. Ich bin jetzt im ersten Lauf nicht so gut gestartet. Ich glaube, in der zweiten Runde oder so hatte ich einen Ausrutscher. Danach war es so, dass ich letzter war. Dann musste ich mich wieder vorkämpfen und weiß ich nicht, wie viele Fehler ich nochmal gemacht habe. Ein paar Ausrutscher und alles und das ja, war schon ein bisschen scheiße. Und jetzt gucken wir halt einfach mal, wie es im zweiten Lauf wird. Ja. Ja. Freunde, ihr da draußen, was laber ich? Ich sage euch jetzt da draußen, wie viel ich wurde. Und zwar, jetzt wurde ich 13 ungefähr, gell? 13 oder 14, 1 wurde. Ja, also, ja, so ungefähr. Besser als im ersten Start. Ich hatte keinen gar nicht so schlechten Start. Ich musste da halt nur aufpassen, dass ich keinen anramme oder so. Wirklich nur so viel Platz zwischen allen Lenkern. Hatte zum Glück keine Ausrutscher oder Fehler. War eigentlich wirklich ganz gut. Und ja, jetzt packen wir ein alles. Gehen zur Siegerehrung. Und ja, dann würde ich sagen, seht jetzt was von der Heimfahrt und dann sage ich zu Hause nochmal was. So Freunde, wir sind jetzt auf der Autobahn noch und fahren nach Hause gerade. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt dann schon zu Hause. Freunde! Jetzt bin ich wieder zu Hause. Es ist ein Tag später jetzt schon. Aber ja, das macht ja nichts aus. Ja, Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Weil nächste Woche, also wenn ihr das Video seht, in der nächsten Woche, am Montag kann ich nämlich keinen
wirklich das Motocross-Video drehen, weil ich da auf einer Hochzeit bin, von Samstag auf Sonntag. Und deswegen habe ich mir überlegt, so, ja Freunde, da gibt es ein paar Motocrosser da draußen, die bestimmt auch einen YouTube-Kanal haben. Da dachte ich mir so, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wenn ich auf eins eurer Videos reagieren soll. Das kann ich auf meinem PC machen hier, Freunde. Da seht ihr es. Schreibt mal in die Kommentare, auf welches Video ich von eurem Kanal reagieren soll. Und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Abonnieren, liken und kommentieren. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss.